Moin, moin, meine Lieben, und ein herzlich willkommen auf den Hundelunge VR-Kanal. Wir machen heute wieder quasi VR-Experience, diesmal Volume 2. Ich hatte ja letztes Mal Volume 1 gemacht und hatte mir das da alles zusammengeschnitten. Ich zeige euch fünf oder sechs, ich bin jetzt gerade mir nicht sicher, wieder fünf kostenlose, eine, die Geld kostet, die habe ich mir gekauft. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal bei Starmans VR-Experience an, also die. Die ersten, die ich euch zeige, sind kostenlos und die letzte, die kostet Geld. So, Start. Hier mal hier spannend. Es wird dann wieder von, ich denke, 2016, 2017 bis 2024 sein. So, look here to begin. Dann machen wir das. Bin ich immer gespannt. Das Weltall sieht jetzt nicht so knaller aus. Aber wir fliegen, das ist ja schon mal die Hauptsache. Kann ja nicht agieren, ne? Chili! Oh, Quietschhähnchen. Quiek, quiek, quiek. Ich kann hier noch was machen, habe ich gerade gesehen. Sie könnten nur hier agieren, bei dem System. Ich weiß aber jetzt nicht, wie ich da hinkomme. Mars hier. Ich will zum Mars. Oder was? Oder wie? Hier ist der Mond. Aber wie kann ich da hin? Weil ich kann hier mit den Controllern nichts machen. Oh. Ach so, das ist. Ist das meine Kont Das sind meine Controller. Ist ja witzig. Hallo, Controller. Ich drück mal hier auf Play. Der Mond, aber wie komme ich denn da hin? Ihr könnt hier das auswählen. Ich weiß nur nicht wie. Das ist zum Kotzen, ey. Okay, wir drehen uns dann. Vielleicht draufhalten. Ist ja auch eine Pause-Funktion, ey, ne? Okay. Tja, Leute, ich wüsste echt gern, wie ich da hinkomme. Okay, das ist klar. Aber wie komme ich zum Planeten? Erde. Restart, minimieren, reset. Okay.
Irgendwie habe ich gesehen, auf dem Desktop wird die Steuerung erklärt, aber. Ich muss ich vorne irgendwas drücken, weil ich komme hier einfach nicht hin, wo ich hin will. Versuche jetzt nochmal. Restart. Vielleicht muss ich da erstmal hinfliegen oder so, keine Ahnung. Oder es geht einfach nicht, ich weiß es nicht. Ja, ist natürlich doof, wenn nichts erklärt wird, ne? Das ist natürlich scheiße. So, jetzt habe ich schon August, September. Dezember. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, check's nicht. Gut, ihr Lieben, dann hat sich das auch schon erledigt. Selbst wenn ich nach oben gucke und die Musik geht mir echt auf den Brenner, kann hier nichts machen, außer hier in diesem komischen Taxi sitzen. Gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis gleich zur nächsten Experience. Oh Gott, die Musik ist ja grauenvoll, ey. Junge, Junge, Junge. So. Ich muss kurz mal in die Controller suchen. Wo seid ihr? Hallo? So dunkel hier. So, wir spielen jetzt The Edgar Mitchell Overview Effect We Are Experience. Ist der nicht schon tot? Gut, starte App. Und das tut sich irgendwas. Ja, 1971, der Mond. 2.800.000, bla bla bla. Von der Erde entfernt und so. Kennt das ja. Wow! Oh, das sieht aber nice aus. Yes, baby. Cool. Yeah, endlich mal eine vernünftige Experience. Ich hab jetzt die letzten drei musste ich abbrechen, die haben gar nicht funktioniert. Sowas, ne? Schade, ich dachte, das wird so eine Endlos-Geschichte. Welcome to Apollo. Wird die Mission Your Journey Home Begin to the Dark Side on the Moon? Astronaut Edgar. Mitchell, Co-Pilot. Okay. Ich bin Co-Pilot, hör mal. Ich bin dein Co-Pilot. Nein, ich habe nichts getrunken, außer Kaffee. Seh nix. Wow, sieht das geil aus. Begin the journey, takes a deep break and exhale. Boah, sieht das fett aus, Leute. Ich krieg voll die Beklemmung, weil dieses riesen Ding hier auf mich zukommt. This is Houston, go ahead. This is Was? Apollo Control standing by. I had completed my major task for going to the moon and was on the way home.
Das sieht gut aus, Leute. Ohne Scheiß. Wow. Ist das? Hallo? Sehr beeindruckend. Das fett, Leute. Und kostenlos, ne? Noch zur Info. Mega. I saw the Earth, the Sun, the Moon, and a 360-degree panorama of the heavens. The magnificence of all of this. All matter in our universe is created in star systems. The matter in my body and the matter in the spacecraft and the matter in my partner's bodies was the product of stars. We are stardust, and we're all one in that sense. I could reach out and touch the furthest parts and experience the vast reaches of the universe. Ich will auch sowas machen mal. Einmal. Von der Erde zum Mond. This universe that we inhabit. And around we go. Gaia, look good. Watching him go around, he looks very clean. I was aware of being an integral part of the entire universe for one brief instant. As I continued to gaze at Earth, the euphoria, the sense of oneness, of wholeness, of participation, changed into a feeling of deep despair, the darkest, blackest despair. Das ist geil, Leute. Gut, der Himmel sieht jetzt nicht so knaller aus, der Sternenhimmel. Aber so die ganze Atmosphäre, die ist echt gut gemacht. Die Soundkulisse ist sehr gut. Atmosphere in white clouds were my people, the crew of Spaceship Earth, in disharmony and disarray. A species not knowing our own potential, nor the limitlessness of our creative capability. Schon sehr beeindruckend, Leute. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Entschuldigung. Die Experience, die ich heute zeige, die habe ich selber noch nicht gesehen, also. Ich schneide dann nachher wieder ein Video zusammen mit den Experience, die sich auch lohnen zu zeigen. Oder die vielleicht eventuell sogar sehr enttäuschend sind, so wie die ich davor gemacht habe. Leider nicht mehr so viele kostenlose, die gut sind.
Das heißt also, Volume 3 werde ich wohl ein bisschen Geld reinstecken. Für die Experience, um euch die zeigen zu können. The spirit within us is the guiding force that makes mankind great. Ich hatte von Deus Ex to survive as a planet, eine reingeguckt. We humankind must rise to the challenge of learning to be stewards to Earth and to each other. Das Bild nicht übertragen, leider. Ging nicht. Fand ich ein bisschen ärgerlich. Hey, das sieht so hammer aus, Leute. We no longer can follow the patterns of the generations before. Who believed because we were few in number, and the earth was so large that its resources would last forever. Who believed, and we still believe, that conquest creates conformity, and threat produces peace. Function like 12-cylinder engines, operating on only one cylinder because we do not know what we are. Wo sind die Nordlichter? Geil. Wow. We are limited only by what we believe about ourselves. When we change our belief, we will see ourselves differently. Often say, seeing is believing, when precisely the opposite is true. Believing is seeing. To become the creative, intelligent, loving creatures of the universe, that is our true reality. Nicht schlecht, Herr Specht. Also wirklich gut gemacht. Spannend, ob noch irgendwas passiert oder so. Okay. Ah, hier, genau. Genau, 2016 ist der gestorben. Space, ja, genau. Meine, ich hätte mal was gelesen. Ja, so ist das leider. Wie alt ist der geworden? 2016. 70, 86 war der. 86 war ein gutes Alter. Ich glaube, so alt werde ich gar nicht. Ah ja, genau. Ja, sehr gut gemacht, muss man so sagen. Also das muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Definitiv ist grafisch sehr gut. Na gut, der Sternhimmel, also das Weltall sieht jetzt nicht so gut aus. Aber die Erde, der Mars, oder war das die Sonne? Ich weiß gar nicht, Mars. Ja, Mars, Erde, Sonne, sehen wirklich verdammt gut aus. Und die ganze Atmosphäre ist geil, der Sound ist gut. Man kann nicht viel machen, also man kann eigentlich nur gucken, man kann nichts steuern. Aber es ist kostenlos, Leute, ne? Also das dürft ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das ist wirklich gut. Ich mache jetzt gleich die nächste Experience, schneide das dann, wie gesagt, wieder zusammen. Ich hatte von Deus Ex mal reingeguckt, da gibt es nämlich auch eine VR-Experience, da könnt ihr wohl 6 Level anwählen. Aber ich bekam die nicht aufgezeichnet, das geht irgendwie nicht, keine Ahnung. Der zeigt mir auf dem Desktop kein Bild an. Nur in der Brille, also kann ich das nicht aufzeichnen. Müsste das dann wieder über irgendwelche anderen Programme machen, das ist mir dann alles zu kompliziert. Schade, hätte ich euch auch gern gezeigt. Die war groß, ich glaube 9 GB oder so. Gut, ihr Lieben, dann werden wir mal weiter gucken, was ich euch noch zeigen kann. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich Volume 3 dann ein bisschen Geld investieren, so 15 bis 20 Euro. Um euch das zu zeigen, weil es hört langsam auf mit den kostenlosen. Zumindest die man sich vernünftig angucken kann. Ich hatte jetzt schon 3 runtergeladen, die gingen erst gar nicht. Also total komisch. Was ist jetzt los hier? Der lädt, warum auch immer. Aufzuladen. Stimmt, geht es jetzt wieder von Anfang los? Ja, genau. Okay, dann gehen wir jetzt hier raus. Bis gleich. So, meine Lieben, jetzt zeige ich euch Cosmic Flow. Das ist cool, das habe ich schon mal gesehen.
Genau, ihr könnt hier Relax-Option einstellen. Den könnt ihr hier ungefähr unendlich 15 Minuten, 30 Minuten unter Einstein halt, wenn ihr euch entspannen wollt. Was haben wir hier noch? Hi, I hope you enjoy the experience. Would you like to read more? Play message connecting. So, ich würde sagen, wir starten das mal und gucken uns das mal an. Start! Das sieht nämlich auch voll fett aus. Ich habe das nämlich schon mal gesehen, ich glaube vor 2 Jahren oder so. Das fand ich damals schon echt geil. Ist auch kostenlos, Leute. Ich denke mal, wenn ihr... Also ich weiß es nicht, ich rauche ja kein Gras oder sowas oder ein Joint. Das bestimmt auch richtig cool ist, dass man die Farben dann vielleicht nochmal besser sieht. Es ist ja erlaubt mittlerweile. Ich glaube, das ist für Leute, die gern sich mal einen Johnny rauchen und entspannen wollen, ist das, glaube ich, eine richtig geile Sache. Also nicht böse gemeint oder so, ne? Soll jetzt kein Diss sein oder so. Muss jeder selbst wissen. Aber ich kann damit nichts anfangen. Null. Vielleicht vor 20 Jahren. Aber jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf. Jetzt bin ich froh, wenn ich abends mein Bierchen trinke und meine Ruhe habe. Sieht schon fett aus, ne? Kurz gucken, ob der aufzeichnet. Yep, in der Tat. Kann ja auch nicht agieren. Also ich habe zwar die Controller hier in der Hand, aber kann dann quasi nur entspannen und sich das angucken. Gehen langsam echt die Experience aus, zumindest die guten kostenlosen. Ich werde euch jetzt gleich nach dem Video mal eine zeigen, die ich gekauft habe. Für 2 Euro. Soll wohl irgendein DJ sein, der da Mucke auflegt. Das soll ziemlich gut sein. Also ich habe es noch nicht gesehen, gesagt, ich habe es mir gekauft. Ich liebe Experience, ne? Ich hatte ja, glaube ich, auch letzte Woche oder so diese 45-minütige Video da gezeigt. Das war auch gut gewesen, war zwar komplett Englisch, aber ich fand es total geil. Hab ich auch gekauft, habe ich auch. Das war auch nicht umsonst. Kostet, glaube ich, 7 Euro oder so. Wie gesagt, wenn die gut sind und... Das ist geil mit den Partikeln, ne? Wenn die gut sind und lange gehen, dann bin ich auch bereit, da 5 bis 10 Euro auszugeben, ne? Das jetzt geht, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das eine Endlosgeschichte ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich sehe komische Sachen. Hör auf damit. Wie gesagt, ich denke mal, diese Experience ist zum Relaxen. Da stand ja auch gerade, lehnen sich zurück. Kannst du einstellen, halt unendlich, 15 Minuten, 30 Minuten. Und darauf wird das auch beruhen, dass wenn du einfach mal deine Ruhe haben willst und abschalten willst, Brille auf und einfach mal das genießen und mein Gelaber nicht hören. Gut, ich entspanne jetzt. Ich glaube, diese Experience wäre was für Buddies VR Lounge.
Grund für Thomas auf jeden Fall. Und für Akira Klein, denke ich mal auch. Einfach relaxen. Gesehen. Der Partikel hat mich angegriffen. Das ist schon eine gute Sache. Da schon wieder. Aua! Ist schon echt schön gemacht, Leute. Das sieht fett aus. Krass. Sieht immer anders aus, ne? Also habe ich das Gefühl zumindest. Leute, aber ich denke mal, es wird so eine Endlosgeschichte sein. Ich werde das jetzt gleich beenden. Dann könnt ihr euch selber das mal reinziehen. Ist auf jeden Fall auch cool. Für kostenlos auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr entspannen wollt, Brille auf, ladet euch das runter und einfach genießen, ne? Ich weiß, ich laber euch jetzt gerade voll, weil es eigentlich zum Genießen ist, aber es ist ja nun mal so. Muss euch das ja irgendwie erklären. Ihr könnt dann wieder Kamerasicht ein bisschen ändern, wenn ihr Bock habt. Hier mit B, mit A geht gar nichts, Trigger nicht, Bewegungstasten nicht. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Wie gesagt, ich denke mal, das wird kein Ende haben. Dann hätten wir vielleicht unten das mal ausgehen sollen, damit 15 Minuten 30. Ich glaube, das war unendlich gewesen hier. Ja, gut, ihr Lieben, ich sag mal, bis gleich im nächsten Experience. Wie gesagt, so langsam gehen mir die kostenlosen Guten aus. Ich habe die genommen, die ausgeglichen sind oder positiv.
die komplett schlecht sind, die zeige ich nicht. Da wird schon was dran sein, wenn die schlecht bewertet sind. Wie gesagt, ich hatte ein paar rausgesucht und ich hatte 6 oder 7 hatte ich installiert und 3 gingen gar nicht. Also die eine konnte ich nicht aufzeichnen, die andere, da stand irgendwas Connect Internet und ich bin im Internet, aber der hat irgendwie nicht connected, keine Ahnung. Ja, und dann beim nächsten Mal Volume 3, wenn ihr Bock habt, zeige ich euch dann halt nur welche, die Geld kosten. Also gute, die Geld kosten. Und ja, genau, ich überlege gerade, gibt es noch eine gute kostenlose, die ich euch zeigen kann? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich kümmere mich am Wochenende drum. So, ihr Lieben, dann schalten wir mal um zum nächsten. Bis gleich in der nächsten Experience. Freue mich. Hallo ihr Lieben, jetzt haben wir hier die nächste Experience. Ich muss gerade mal gucken, wie die heißt. Wo kann ich das sehen? Irgendwo, okay. Was mit Wikinger oder so. So, was haben wir hier? Movement. Was? Okay, hier ist ein bisschen am Flackern. Oh nein, ich hasse Teleportation. Na gut. Grip könnt ihr in die Sachen nehmen oder was? Sehr lustig. Hey! Ho! Ihr könnt euch nur so drehen. Ah, warte mal, vielleicht haben wir Glück. Wir können hier vielleicht irgendwas einstellen. Option. Hi, hallo. Was war das? Mehr gibt's nicht, oder was? Keine Steuerungsoption? Okay, play. Gut, dann ist das so. Gibt's Schlimmeres? Oh, das sieht aber nice aus. Hallo? Was hab ich denn hier für komische Bubbles? Steht nicht hier irgendwo, wo das Spiel heißt? Ich mach das nachher in der Beschreibung rein, falls ihr Interesse habt. Kann ich hier auch raus? Nee, ne? Ihr könnt nur bis hier hingehen. Okay, alles klar. So, also ihr habt immer so ein leichtes Flackern. Vielleicht liegt das auch an Erling, ich weiß es nicht. Steht immer, was ihr machen könnt. Press grab to need you more light, also. Okay, wartet mal. Also, wie es ausschaut, braucht ihr Platz hierfür. Will, dass es brennt. Gut, wir gehen mal weiter. Kann ich das in der Hand nehmen und dabei? Oh, das geht, das ist gut. Also, anscheinend könnt ihr euch nur hier die Sachen angucken. Hier ist so Brot und Äpfel und so ein Kram. Lecker Schinken. Ich weiß nicht, was hier sonst machen können. Können wir hier irgendwas anzünden oder so? Ich gucke mal. Leider nicht, okay. Was ist denn hier? Das ist eine Tür, Leute. Vielleicht können wir da rein. Das wäre ja mal. Wo ist meine Fackel? Okay. Guck mal hier, Leute. Vielleicht können wir da rein. Ja, oh, wir können sogar da rein. Ist ja geil. Ich will mal ganz kurz, bevor wir da reingehen, mal hier hinten hingehen, weil hier scheint nämlich die Tür zu sein. Coming soon. Okay, also ist noch in Entwicklung. Das sieht aber auch geil aus. Und wenn ihr mal hier so rausguckt. Ja, fett, Leute. Wie gesagt, ist ja auch kein Spiel, ist eine Experience. Könnt ihr ein bisschen rumlaufen. Hier geht's auch noch nicht. Also die Tür. Wo sind schon wieder meine Fackel? Hier. Da ist auch eine Tür. Und da hinten war da auch eine Tür? Muss da gucken. Also die sind doch wohl noch zu. Aber hier hinten sehe ich war auch eine. Hier, die hier. Auch noch zu. Okay, also könnt ihr da auch nicht hin. Ja, Leute, meine Fackel ist die ganze Zeit. Wo ist sie denn? Ich habe die in der Hand, aber irgendwie... Hä, wo ist sie jetzt hin? Fackel!
die jetzt wieder hier vorne oder was? Ne, meine Fackel ist weg. Da hinten ist sie. Hä? Da war ich doch gar nicht. Der will mich doch verarschen. Jetzt habe ich sie wieder. Wie gesagt, ich glaube, hier war, ging nicht. Da vorne. Ich will mal gucken. Ob. Hier könnt ihr auch Bier zapfen oder irgendwas, hatte ich gelesen. Mal gucken, ob das geht. So. Jetzt mal den Krug. Ich will mal lecker Bierchen zapfen. Hör mal. Yeah! Cool. Ja. Lass doch mal den Krug los. Sieht komisch aus mit den Sachen hier drinnen. Okay. Gucken, können wir was löschen? Das wäre ja geil. Kann ich hier hoch? Ah, leider nicht. Kann ich das dann da hochschmeißen? Ja, aber mehr auch nicht. So, wo ist meine Fackel? Da fackel ich nicht lange. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch das angucken, wer sowas mag. Hier so Wikinger-Kram. Hier, Kira Klein mag sowas zum Beispiel. Was ist hier für ein Raum? Wir gehen erstmal hier rein und gucken erstmal. Oh, das scheint doch alles was größer zu sein. Ist ja cool. Stehen auch die Namen bei, wie die heißen. Ist ein Berserker. Schild. Dingsbums gedingst. Ah, sieht schon geil aus, ne? Muss man mal so sagen. Ich guck mal, wie weit ich hier. Das hier Emilat ist. Okay. Ich habe da keine Ahnung von. Yeah, Wolfi, was geht, mein Freund? Kannst du mir eine Fackel mal halten? Das ist ja auf jeden Fall mega. Au, der hat mich gebissen! Cool. Was haben wir hier Schönes? Das ist Training Dummies. Or you, ihr könnt hier wohl trainieren. Das sieht ja fett aus. Ei, der Witzker. Können wir dagegen hauen irgendwie? Okay, da passiert nichts. Gucken mal die Dummies vielleicht. Oh! Oh! Hier! Yeah. Cool. Auch hier? Nee, ne? So eine Feuerwaffe oder so ist das, ne? Zack. Oh! Ah. Das war zu heftig. Das war zu heftig. Das hat sogar geruckelt ein bisschen. Gut. Oh, dich. Kann ich den Wolf auch killen? Ah. Jetzt hat er Probleme. Oh, dich. Okay, geht nicht. Cool. So, was haben wir hier noch? Okay. Oh, der ist bis hingeflogen. Wahnsinn. Ja. Wupp. Okay. Ich denke, wir müssen das im Stehen spielen. Gucken mal. Huh. Okay, ich bin nicht so gut da drin, wie ihr seht. Muss mich eh mal drehen, ich bin hier an der Wand. So. Dann. Genau so. So ist besser. Dann hier. Passt. Und. Ich treffe nicht. Ich bin zu horschig. Und. Hopp. Ey, ich treffe überhaupt nicht. Was ist das denn für ein Schnodder? Hopp. Hä? Also ganz bugfrei läuft das nicht. Muss man mal so sagen. Zumindest bei mir nicht. Und. Hepp. Geht doch. So, wir stehen das mal im Spielen oder wir gucken uns das mal im Stehen an. Sitzen, das irgendwie läuft nicht so, wie ich das will. So, hier haben wir alles zermetzelt und kleingeschnetzelt. Das ist auch cool mit diesem, wo das hier so hoch geht. Schon irgendwie cool, ne? Für auch umsonst sich das mal kurz anzugucken. Man fühlt sich wie bei den Wikinger. So, dann gehen wir mal in den nächsten Raum, Leute. Hier stand Coming Soon, da auch. Jetzt wird es langsam hell, ne? Oder meine ich das? Nur war das da vorne auch schon? Ich weiß es gerade nicht. So, was haben wir hier? Ein Troll. Hey, Trolljäger.
schon cool aus, ne? Mehr gibt's hier, glaube ich, auch gar nicht, ne? Schade. Das war's, Leute, leider. Mehr könnt ihr hier nicht sehen. Wir können ja nochmal kurz gucken, ob wir vielleicht raus können aus dem Gebäude. Das wäre natürlich richtig geil. Da steht auch Coming Soon, da auch. Kann ich hier raus? Nee, ne? Schade. Das wäre natürlich richtig geil gewesen, ne? Ja, wie gesagt, könnt ihr euch das hier angucken, wenn ihr so totale Wikinger-Fans seid. Können wir die Kiste auch machen? Ja, es geht. Oh, das Gold drin. Das Gold! Auch die Fackel. Geht nicht, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ist hier irgendwo eine, die so in meiner Höhe ist? Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, ich hatte die irgendwo hier hingeschmissen. Meine ich. Irgendwo war die doch hier. Da liegt sie doch. Jetzt will ich mir wenigstens mal angucken. So. Gut. Lololo. Lololo. Wo war die Kiste da hinten? Zack. Zack. Kann ich das nehmen? Nee. Leider nicht. Man kann es nicht nehmen. Man kann sich das. Ah, doch, hier. Guckt hier, es geht. Yeah! Ach, Leute. Ja, ihr habt hier so Münzen drin. Aber für was die sind, weiß ich jetzt auch nicht. Was ist das denn hier? Ja, um sich das mal anzugucken, ist das völlig in Ordnung. Ne? Kann ich diese Milchkanne oder was das ist hier nehmen? Weg vom Menü? Ne, kann ich nicht nehmen. Okay. Ist da reinstecken? Ne, auch nicht. Ja, ihr Lieben, das war's. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Zumindest habe ich nicht mehr entdeckt. Kann ich denn hier die Sachen aufheben? Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich hier die Früchte oder so nehmen kann. Geht sogar. Oh, lecker. Guck mal, ne? Nam, 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 nam. Kann ich die Birne auch nehmen? Ja, cool. Nam, 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 nam. Sieht schon gut aus, ne? Die Äpfel und so ein Kram, ne? Mal kurz gucken, kann ich den Helm auch aufnehmen? Ja. Düdü. Kann ich aber nicht aufsetzen, okay. Komm her. Oh, das Brot sieht aber lecker aus. Jetzt habe ich Hunger. Nom, nom, nom. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, es ist kostenlos. Wenn ihr auf Wikinger-Kram steht, könnt ihr euch das gerne alles mal anschauen. Leider sind die Räume alle noch nicht fertig. Ich weiß auch nie, ob die fertig werden. Ich weiß nicht, von welchem Jahr das gerade ist. Ich glaube von 2001. Also da kommt nichts mehr. Weil ich hätte nämlich schon gerne, wäre gerne rausgegangen und hätte mir das hier draußen mal gerne angeguckt, weil das sieht auch nicht schlecht aus hier mit der Geschichte hier. Also finde ich gar nicht hässlich. Na gut, ihr Lieben, dann gehen wir mal zum nächsten Experience. Mal gucken, was ich noch so finde. Bis gleich, euer Hundelunge. Tschüss. Weit zurück hier. Irgendwas stand doch hier vorne. Hier nicht, da nicht. Auch nicht. Wo war denn hier Back to? Irgendwo stand doch hier Back to Room oder irgendwie sowas. Ah, jetzt. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, sonst gibt's hier nichts. Schade. Marmelade. Guck mal, bei Credits, da müsste ja wenigstens stehen, von welchem Jahr das ist, oder? Aha, steht aber auch nicht da. Gut, bis gleich. So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Das nennt sich, Moment, Mindfeld, glaube ich. Ich sehe das gerade nicht. Ich muss erstmal hier meine Brille auswählen. Quest. Ah, hier, Mind.
Field, Minefield, we are experienced. Da geht's, glaube ich, um Krieg oder irgendwie sowas. Ah, hier können wir mal kurz gucken. Enjoy the... No control into... Okay, back to menu, select. Okay, alles klar, wir machen dann mal Play und gucken uns das mal an. Ich bin mal gespannt. Laut Screenshot sah das echt gut aus. Das ist auch Unreal Engine. Okay, alles klar. Dass der im Krieg war. Hey babe, have you seen a stuffed toy? He keeps crying. I think that's why. Gucken wir das mal alles komplett an, Leute. Ist das geil gemacht. Cool. Meine ich auch vom letzten Jahr. Ist auch kostenlos, Leute. Cool. Das ist für mich bis jetzt die beste Experience, die ich jetzt bei Volume 2 hier raushaue. Ich einfach mal so sagen. Leute. Dreh mich mal, ob hier irgendwas ist. Oh, ich habe was gehört. Was? Leute. Nein! Der hat ein Kind erschossen. Scheiße! Okay. Oh Gott, ey. Könnte ich damit leben? Ich glaube nicht. Puh, da Gänsehaut. Oh. Ah!
What's going on? It's nothing. This isn't nothing, babe. Please, talk to me. I know you can do it. Please. Look at me. Let me help you. Leave me alone, I'm fine. This bullshit again! If this is you being fine, then I cannot do this. You don't want to talk to me, fine. But you need to find someone you will talk to. Otherwise, I... Oh, dear. Otherwise, you what? I'm talking to you! Otherwise, you what? Yeah. Kurz Prozent der brauchen professionelle Hilfe. You're dying, you help, John, fight. Aber gut, aber leider zu kurz. Verdammt, leider zu kurz. Hast gut gemacht, Jung. Ja. Cool. Bitte mehr davon, bitte mehr davon. Also, jetzt nicht wegen Krieg, aber sonst so, ja, so eine gute VR-Experience, meine ich damit. Das ist wirklich gut gewesen. Überleg mal, für das kurze Video so viele Leute. Entschuldigung. Sehr gut, also wirklich von der Experience, die ich heute zeige, fand ich das so am allerbesten von allen. Nur leider war es kurz, aber naja, dafür ist kostenlos, könnt ihr euch kurz angucken. Ach, hier geht's auch nochmal weiter. Einmal komplett rum, ich guck mal. Ja! Ob ich noch was finde für euch. Aber sieht eigentlich schlecht aus. Ich habe jetzt über eine halbe Stunde auf Steam geguckt und hatte jetzt das noch gefunden, wo ich gedacht habe, okay, das kann ich euch zeigen. Ich gucke mal, ob ich noch was finde. Ansonsten, wie gesagt, nächstes Mal dann halt ein bisschen Geld investieren. Und dann, ist krass gewesen, echt. Das war schon heftig. Gut, ihr Lieben, bis gleich, eure Hundelunge. So, meine Lieben, es scheint wohl ein Bergbau immer zu sein. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Gucken uns das auch mal an, das soll auch ziemlich gut sein. Kurz, aber gut. Mich kurz nochmal angucken hier. Die arbeiten wohl in der Mine, ist wohl vom WDR auch. Ja, wissen das, ich muss mal gerade gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Ah, ich finde es nicht. Hier auf der Seite vielleicht. Ne, ich kann es euch gerade nicht sagen, wie es heißt. Auf jeden Fall soll das ziemlich gut sein. Schön. So, press and face button to config. Okay. Coal mining 100 years back. The mining industry is shaping a big part of Germany. Every day they have to go down into a sticky, dirty and dangerous environment. Methane gas leads to explosions. Work is very hard, but paid well. No machines available, not yet. Instead they have to use pickaxes and shovels.
and they are digging into the mine deeper and deeper. Can you do the job as well? Come on, meet the miners. Okay, cool. Ich dachte schon, das wäre nur so eine Filmgeschichte. Also, dass man da nur zugucken kann. Scheint wohl doch mehr zu sein. I know you're not a wow. Look. The mining lab is your best friend on the ground. Der mich mal hin, weil das scheint nicht für zum Sitzen geeignet zu sein. If there's too much methane in the air, the cone of the flame turns blue. One spark, boom. Here, kid. Grab the light. Go ahead. Cool. Sehr geil. Cool. Halt's mal lieber fest. Happens all the time. That greedy grandpa's of a manager up there makes cartloads of check and won't even have a nickel to fix the elevator. Fixing the elevator will delay the work and your payment, okay? Yes, hey, bro. Not fixing it. It's going to do us in. I don't want to end up as a ghost. At least not in here. Ooh, all right. I am your dad, old man. Why are you not married yet? Shut up. Here we are. Let's get this started. Good luck. Good luck. Kann ich hier auch laut mich bewegen? Na, leider nicht. Schade. Das wäre geil gewesen, wenn ich mit dem Licht hier rumlaufen hätte können. Das wäre cool gewesen. Ah. Either the last shift did not set the beams up, or the beam gave in and has come off. Either way, kid, doesn't help. See that tilted wooden beam? Give it some nice wax with a mallet to secure it. Wir sollen den da... Okay, ich hol mal den Hammer hier. Come on, kid. You? All right, that should do it. Nice cool. And secure. Now, grab the pickaxe and break coal out of the coal bed on the wall. Then, grab the shovel and put the coal into the minecart. Okay. Sollen wir dagegen hauen? You're doing good. Sehr keep geil. It up. Cool. Management is not giving us the best equipment. Oh yeah? Have you seen the insides of another mine? Okay, as the state official said, no. So you want to report us to the regulations? Harald, I'm just saying that this equipment might cost us our lives one day. Now listen, it's hard to find a job for a man like you. If you tip us off, you and your Polish friend are canned too. Got that? Oh, go to hell, Harald. Cool. Es geht nicht perfekt, aber es funktioniert, Leute. Ne? Es ist einfach so. Hey, kid, look at your lamp. The flame is turned blue. That's enough. Pack your gear, guys. We're getting out of here. Get back to work. The shift is not done. You old spitlicker. It's too dangerous, Harald. It's not worth it. Get back to work before I report all of you. I mean it. All right. We continue our shift. We stay here. Get back to work, kid, but keep an eye on the lamp. Muss ich jetzt hier machen? Kid, will you keep an eye on the lamp? My God. Scheiße, was passiert? The beam, kid. Put the beam up before it gets worse. Ja, ich weiß ja nicht wie, Digga. Muss ich jetzt da hinten gehen, oder was? Quick, secure the tunnel with that beam, kid. Ja, ich hab doch hier gar keinen Platz, Digga. Warte mal, kann ich die nehmen? Ja, hab sie. Hab sie. Get it up again before everything collapses! Was? Bloody hell! The rest of the beams are coming loose! Put them up! Oh, ich mischt alles ein. Scheiße! Na toll. Bin tot.
Also, dass man hier komplett durch den Raum gehen muss, wusste ich jetzt nicht. Ich habe gar keinen Platz dafür. Also, ich habe riesen Platz hier, aber da... Okay, das muss so sein. Okay. Also, es muss wohl so sein. Ihr könnt da gar nicht rumlaufen und dann die Treppe da hoch, was da auch immer war. 100 years ago, the safety of the miners was not the highest priority. The mining companies were accused of putting up with numerous deadly working accidents to increase their profit. High temperatures, bad air, darkness and hard manual work. The miners' daily routine was characterized by exhaustion, lack of concentration, and risk of accidents. Only after severe protests did the safety precautions get better step by step. The reasons for the dangers were only researched after 1947. Even today, coal mining is a dangerous profession. Ich könnte das sowieso nicht. Ich würde da mega Platzangst kriegen und ist überhaupt nichts für mich. Also ich hätte immer Angst, dass irgendwas auf mich, dass die Decke auf mich fällt oder sowas. Also für mich wäre der Job sowieso nichts. Ich habe so mal Platzangst. Ja, schade, ein bisschen kurz, aber auch cool, ne? Also wie gesagt, ihr könnt ja hier agieren mit dem Hammer, indem ihr das festmacht. Dann könnt ihr mit der Pike dann die Kohle da raushauen und mit der Schaufel das weg. Das ist schon eine geile Idee, aber leider ein bisschen zu kurz. Schade. Die guten Experimente sind immer nur so kurz, aber das ist auch immer eine teure Angelegenheit, glaube ich, das zu machen hier. Gut, ihr Lieben, ich glaube, das war es erstmal mit Volume 2. Ich finde sonst nichts, was irgendwie kostenlos vernünftig ist. Und dann machen wir Volume 3. Dann investiere ich ein bisschen Geld und zeige euch dann so 4 bis 6 Stück. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 oder 7 zusammen. Ich weiß es gerade nicht. Ich schneide das näher zusammen und dann lade ich das heute Abend hoch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und ja, würde mich natürlich über ein Däumchen freuen. Ne? Und die noch kein Abo haben, natürlich ein Abo. Gut, ihr Lieben, bis heute Abend, euer Hunde Lunge VR. Viel Spaß beim Gucken. Ciao, ciao.